Hallihallo und ein herzliches Willkommen zurück zu einer neuen Folge von meinem Sims 2 Let's Play hier bei Familie Schmidt, Lukas, Anni, Alexander und Emil. Momentan ist Helga zu Besuch, aber alle schlafen bis auf Emil und Emil braucht eine neue er muss eigentlich gebadet werden, er hat Hunger und er braucht Freunde. Und Helga steht einfach nur da und guckt blöd. Und weiß nicht, was sie machen soll. Er schläft. Okay, warte mal, du könntest jetzt eigentlich nochmal aufstehen. So, Windeln wechseln. Und dann eine Flasche bitte geben. Flasche holen für Emil, die dann hoffentlich nicht schlecht ist. Und dann nochmal Abendessen servieren, Reste nehmen, zubereiten. Öffnen kann ich das ja nicht, gell? So. Was? Gib dem Kind was zum Essen und zwar schnell. Mach ich doch gerade. So, haben wir da jetzt noch genügend? Ja, okay. Weil, dann können wir... Genau, Helga nimmt sich auch was. Das ist sehr gut. Und du bist jetzt ausgeschlafen. Das ist auch sehr gut. So, dann kannst du jetzt mal hier Abendessen servieren. Oma Supersuppe? Nein, eigentlich nicht. Spaghetti. Anni folgen, okay. Warte mal, du könntest hier nochmal aufs Klo gehen. Schau, was können wir denn hier machen? Spielen, mit Essen werfen, Happe stehlen. Dann küssen. Kusshand zuwerfen, flirten. Happen füttern. Mal gucken, wie sie darauf reagiert. Oh! Oh! Okay. Oh! Oh, okay. Das hat ihr nicht gefallen. Was war das eigentlich? Happen füttern. Zuprosten wollte sie nicht. Okay, Hände streicheln. Kusshand zuwerfen. So, was ist eigentlich mit dir? Achso, du möchtest eigentlich auch, gell? Ist das süß. Vorschlagen, übernachten. Okay. Ey, warte mal. Nein, warte mal. Ah, Hilfe! Lass das. Verdammt, hier vorschlagen, übernachten. Hä? Okay, warte mal, wir essen noch mal weiter. Wieso wird das eigentlich so schnell dreckig, schlecht? So, warte mal, du stehst auf. Essen? Nee, warte mal, du wirst das nicht essen, sondern du wirst... Nein. So, hier Reste weglegen, weglegen. Weglegen, weglegen. Essen. So, was ist mit dir, Kleiner? So. Warte mal, Anni, was machst du eigentlich? Abspülen. Was ist mit dir, Kleiner? Du möchtest ja eigentlich hier Klötze spielen. Spaßka. So, warte mal. Was machst du? Nein, du gehst jetzt noch nicht schlafen. Wir könnten hier, warte mal, und verabschieden. Warte mal, übernachtet sie jetzt hier oder nicht? Fragen. Vorschlag, feste Beziehung. Genau das machst du jetzt. Sie hat jetzt endlich fertig gegessen. Das ist sehr gut. Aufbaumechanikpunkt, sehr schön. Nähen. Du könntest das hier weiter fertigen. Oh,
wie süß. Sie sind in einer festen Beziehung. Oh, okay, warte mal, Antrag. Oh nein, warte mal, Antrag brauchen wir noch nicht. Erster Kuss. No, ist das süß, ist das süß. Okay, so, dann machen wir hier erstmal entspannen. Helga, wo gehst du hin? Du gehst aufs Klo, du gehst duschen. Nein, du brauchst doch jetzt nicht baden zu gehen. Oh oh. Oh oh. Oh oh. Oh oh. Er steht da mit offenem Mund. Okay. Alter, was geht mit dir? So, du wartest, bis sie da ist. Sich verabschieden. Nee, 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 nee. Du verabschiedest dich jetzt erstmal noch nicht. Und was macht sie? Ach so, ich habe das ja ein paar Mal drauf gedrückt. Ach du Kacke. So. Kuscheln, küssen, rumschmusen, Techtelmechtel. So, dann du musst arbeiten gehen. Das ist schlecht, weil eigentlich wollte ich gern vorher noch aufs Klo gehen, aber du musst ziemlich bald mal hier arbeiten gehen, bitte. So, du möchtest einen Punkt in Sauberkeit bekommen. Lernen Sauberkeit. Er hat einen weiteren Punkt Mechanik gelernt. Warte mal, Energie, Harndrang. Okay, warte. Du gehst jetzt hier nochmal aufs Klo, bitte. Oh. Meine Sims sind hier ein bisschen verbuggt gerade. Oh, warte mal. Was ist mit dir? Lass das. Aha, okay. Jetzt macht er, okay. Leute, ihr müsst das gleichzeitig machen, gell? Nur mal so zur Information. Das solltet ihr gemeinsam machen, eigentlich. So, so. Ein gemeinsamer Sport, gell? Eigentlich. So, der Kleine sollte eigentlich schon wieder ins Bett gehen. Okay, weißt du was? Hier. Ins Kinderbett geben. Weißt du, ich hasse das. Diese... So, du pennst jetzt. Trinken. Was kannst du jetzt machen? Hier, lass das mal. Wegwerfen. Weglegen, aufräumen. Okay, die macht gar nichts von dem. Dann lernen, Sauberkeit. Juhu, endlich habe ich besseres Verständnis für Kreativität. Oder was ist mit dir los? Musik und Tanz, okay. Sauberkeitsfähigkeitenpunkt erreichen, Charisma erreichen, okay. Was du alles lernen willst, viel zu viel eigentlich, gell? So, was ist da? Körperfähigkeitspunkt. Kreativität, Sauberkeit, Logik für... Alter. So, was ist mit dir denn jetzt schon wieder los? Sauberkeit, Alter, ist es anstrengend. Ist das anstrengend? Okay, warte mal, du bist eigentlich schon wieder... Was ist denn hier? Rücken gekrault bekommen. Oh! Hier, Alexander, lass dich von Gina bitte... Also, nein, nicht von Gina. Von Helga bitte etwas verwöhnen, ha? Huh? Gedrückt werden. Oh, ja. Küssen. Rumschmusen. Das ist doch mal sicher wichtig. So, aufs Klo gehen, Reste nehmen. Mm.
Gut, dann habe ich das von den beiden auch geschafft, dass hier jetzt Alexander und Helga zusammen sind. Was ich sicher nicht schlecht finde. Weil so ist eigentlich die Familie Grunz auch in die Familie Schmidt eingebunden. Eingeheiratet stimmt noch nicht, aber eingebunden. Und das ist ja auch mal viel wert. So. 1575. Okay, wie wach bist du denn noch? So, arbeiten an Karosserie. Mach das mal. Immer hier ein bisschen schneller. Und schneller. Und tschüss. Und ja, gut, passt. Es ist Sonntag. Fantasie im Überfluss. E-Mail hat auf dem Spieltisch gemalt und erhält einen Kreativitätspunkt. Okay. So, was willst du denn eigentlich noch alles lernen? Mechanik, Kochen, Körper, Logik. Okay, warte mal. Du könntest eigentlich mit deinem Vater... Sauberkeit, Alter. Okay, ihr geht jetzt erstmal hier wieder joggen. Was haltet ihr davon? Anni, Alexander. Okay, Anni braucht das nicht. Und du solltest dann... Oh. Okay, warte mal. Hygiene. Reste nehmen. Älter werden. Was? Nein, nein, du sollst noch nicht älter werden. Okay. Was haben wir denn hier? Knuddeln. Das wäre, glaube ich, eine ganz gute Idee noch, gell? Was machst du? Du gehst baden. Okay, deine Mutter geht eh schon weg. Alter, wieso seid ihr alle so fertig? Wieso seid ihr alle so fertig? Was ist denn mit dir? Hunger, Hygiene, Harntrang. Es ist alles fertig. Bis morgen. Ja, bis morgen, bis morgen, bis morgen. So, Reste nehmen, Reste nehmen, Reste nehmen. So, ein Kreativitätspunkt. Benutzen. So, du kannst dann hier benutzen, duschen und dann schlafen. Die schlafen alle mitten am Tag. Ja, du gibst Emil dann ins Gitterbett. Oder machst du das? Gib du Emil ins Gitterbett, weil dann kann deine Mutter gleich schlafen gehen am besten. So, wenn du fertig gegessen hast oder auch nicht. So, essen. So, und dann kannst du auch nochmal schlafen gehen. Beziehungsweise, nee, warte mal, du bist ein braver Junge. Du räumst das hier vorher alles auf. Und gehst dann erst schlafen. Gut. So, dann schläft die ganze Familie Schmidt wieder. Wieder mal. Ich weiß gar nicht, was ich dazu sagen soll. Okay. Kreativität und Mechanik. Du könntest eigentlich hier auch schon wieder aufstehen. Den Kleinen rauslassen erstmal. Oh, ist das süß. Es ist einfach nur süß. So, der Kleine wird dann erstmal ein bisschen weiter zeichnen oder auch nicht. Gell? Er hat dann schon Geburtstag, auch nicht schlecht. Weiter zeichnen. Aufräumen, wegwerfen. Okay, Emil ist jetzt ein Kind. Ich finde das so blöd. Ich dachte nämlich jetzt wieder, dass ich eigentlich ein bisschen Zeit habe, um das hier... Achso, nee, warte mal, du bist das. Dich wollte ich eigentlich nehmen. Dass ich halt ein bisschen Zeit habe, um das zu machen, aber irgendwie scheint das nicht der Fall zu sein. Hi Alexander, kann ich Anni sprechen? Nein, tut mir leid, die schläft gerade. Von Helga trennen. Nein, das wollen wir mal nicht.
Wegwerfen. E-Mails, Zeichnung, Zeichnung, Zeichnung. In Holzklötzchen spielen. Okay, also du kannst da noch einiges machen eigentlich. So, was möchtest du denn eigentlich hier? Du, man, du bist ein Spielefanatiker, das weiß ich. Du lernst jetzt einfach mal ein bisschen Charisma. Was ist? Wieso möchtest du ein Kind bekommen? Bist du irre? Du möchtest jetzt noch ein Kind bekommen? Kriminelles Superhirn und ein Kind bekommen. Okay. Wisst ihr was? Ihr könntet eigentlich gleich damit anfangen und da mal gucken. Sag mal, du gehst dann erstmal hier benutzen. Achso, das ist jetzt dann blöd. So, Bett machen. Bett machen. Warte, Junge, du musst weggehen. Junge, du musst weggehen. So, du kannst es jetzt in der Zwischenzeit einfach mal dein Bett machen. Und vor allem, wir werden jetzt mal hier mal eben einen Kleiderschrank für dich einbauen. Geht das hier hinten? Nee, ja. Ich meine, das wäre eigentlich ganz sinnvoll da hinten, aber es geht nicht unbedingt so, wie ich mir das vorstelle. So. Oder geht das so normal? Hm. Sag mal, wollt ihr mich verarschen? So, geht doch eh. Und was wollte ich jetzt genau? Einen Spiegel wollte ich dann noch hier reinsetzen. Einfach, damit du hier was machen kannst. Genau. So, du machst dein Bett. Kleidungsstil umziehen. Sportkleidung, okay. Und dann reden üben. Oh, schau, dein Bruder macht schon dein Bett. Das ist ja so gesehen auch nicht schlecht. So, entspannen und entspannen. Dann Fähigkeit Mechanik maximieren. So, du hast deine Sportkleidung jetzt geändert. Machst jetzt dann hier ein bisschen Charisma. Du brauchst Harndrang. Benutzen, säubern. Wie bist du eigentlich drauf, Junge? Relativ ordentlich. Das passt dir eigentlich. So, und zwar, Schatzi, ich möchte noch ein Baby. Nein, ich möchte kein Baby. Okay. Schatzi, wir wollen rumschmusen. Wir machen jetzt einfach nur so ein Techtelmechtel. Und dann möchte ich gerne haben, dass du kochst. Abendessen servieren. Schon wieder Abendessen? Hm. Oh, okay, das kannst du essen? So, du hast einen Charisma-Punkt erreicht. Wenn ich jetzt nur wüsste, was bei dir sinnvoll wäre, was du alles haben, also können solltest für deinen Wunsch. Du hast doch keinen Wunsch, gell? Nee. Mechanik und Kreativität. Also das können wir einfach nur vorwärts bewegen, ne? Ah, okay. Entspannen und entspannen. Das lassen wir da mal. Du machst dann hier einfach mal das Bett wieder. Zweimal das Bett machen. Und was möchtest du eigentlich jetzt nochmal alles lernen? Logik, Kreativität, Sauberkeit, Körper, alles Mögliche. Alles Mögliche. Alter, was du schon alles gelernt hast. Nähen. Wieso hattest du kurzzeitig das Sprudelbad nehmen? Okay, das kannst du jetzt nicht machen. Aufwärmen, einen Charisma-Punkt. Du lernst aber auch ziemlich schnell, muss ich sagen. Schönes Dia. Mhm. So, dann kann jetzt gleich die ganze Family zusammen essen. Um 3 Uhr, so Mitternacht eigentlich. Super!
Um Mitternacht wird zusammen gegessen. Auch nicht schlecht, gell? Aber macht nichts, macht nichts. So, essen. So. Rekano. Essen. Genau, und du nimmst ja auch eine Schüssel. Dann können wenigstens alle jetzt hier gemeinsam essen. Ciao. Jo, genau. Gut, dann mache ich jetzt erstmal einen Cut. Wir sehen uns dann in der nächsten Folge wieder. Und bis dahin sage ich erstmal ciao, ciao.